Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Crusader Kings 2 und der Dynastie der Sieghardinger. In der letzten Folge hat der Papst Callistus der Zweite einen Kreuzzug ausgerufen, und zwar gegen die Umayyaden um die Befreiung der Lombardei. Und unser Herrscher, unser Despot Paul Humbert, hat die Chance erkannt, eine Menge Geld daraus zu schlagen, und deswegen hat er sich an diesem Krieg beteiligt, und wir sind gespannt, was daraus werden wird. Wir werden mal weitermachen. Wir hoffen natürlich, dass dann in der Zeit keine der gefährlichen Fraktionen jetzt auf die Idee kommt, jetzt irgendwie Blödsinn zu machen. Ja, jetzt ist auch der kroatische König dabei. Sehr schön. So, unsere Truppen haben sich bald versammelt. Dann können wir auch in den Krieg ziehen. So, die letzten 200 Einheiten. Und dann geht's los ins Heilige Land. Nein, ins Heilige Land nicht. Heilige Land ist hier unten. Das wird auch irgendwann mal, denke ich, ein Ziel sein. Aber wir werden uns jetzt erstmal nach unten bewegen. So, und Dalrich werden wir nicht als... Da werden wir Sigihelm hinstellen. Und Philotheos, genau. Und dann ziehen wir los. Wir ziehen direkt erstmal hier zur Lombardei. Und versuchen dann diese Provinz als erstes mal zu belagern. So, und da kommen auf jeden Fall schon einige Leute dazu. Sehr schön. Endlich stehe ich am Ziel des Kreuzzuges. Mit meinem Schwert in der Hand bin ich nun bereit, die Mauern von Lombardei zu erstürmen. Ausgezeichnet, oh, Prestige und Pietät. Und wir sind nun ein Kreuzritter. Sehr schön. Wir werden jetzt noch... nein, Ritterorden können wir immer noch nicht. Weil... Sie haben bereits einen Kontrakt mit König Andalusienter von Bayern. Okay, und die... gehen nicht. Ah, die sind ja schon drin. Die sind ja schon drin, stimmt. Und ja, die kämpfen ja schon für die anderen, alle. Okay. Oh, da müssen wir aufpassen hier. Wir bewegen uns mal hier Richtung Verona, damit wir im Schutz unserer Verbündeten sind. So ganz alleine gegen feindliche Truppen möchte ich da auch nicht vorgehen. Und dann kann in der Not auf jeden Fall Kroatien da noch irgendwie ein bisschen helfen oder so. Wir belagern jetzt erstmal Verona und wir sind gespannt, wie dieser Kreuzzug ausgehen wird. Wir haben momentan einen Anteil von 25%, 27%, ja, Kroatien hat momentan am meisten. Wir sind gespannt. Könnten ruhig noch ein paar Leute dazukommen. Können wir eigentlich selbst auch anfragen, ob da jemand Lust hat, noch mitzumachen? Nee. Okay. Ich hoffe nur, dass der Kirchenstaat nicht auf die Idee kommt, irgendwie Krieg gegen die Azteken einzufordern. Aber wir werden sehen. Wir sind jetzt erstmal daran, Verona zu belagern. Oh, hier sind 4600. Wenn man sich hier irgendwie verbinden könnte, dann wäre das schon ganz gut. Könnte man hier versuchen, gemeinsam jetzt hier diese große Armee fertig zu machen. Wie viele Einheiten haben die Umayyaden denn? 7900. Okay. Das geht einigermaßen. So, die Herzogin... Unsere Herzogin, also unsere Untertanin, unsere Vasallin, sie ist jetzt auch dabei. Einen Kreuzzug in Verona zu führen, so weit weg von Freunden und Familien, ist ermüdend. Es ist gut, dass ich befreundete Kommandanten hier habe, auf die ich mich für eine nette Unterhaltung und Gelächter verlassen kann. Wir sind alle für dieselbe Sache hier. Dies wollt für die Herrlichkeit Gottes, dann bekommen wir 10 Pietät. Und wir...
und jemand stimmt uns überein, also Laurentius, für Prestige, für die Ländereien und Wohlstand. Ich bin nur hier, weil ich es muss. Ich denke für die Ländereien und Wohlstand, weil wie gesagt, wir sind gierig, wir wollen das Geld. Das ist unsere Hauptbegründung, unser Hauptanreiz. Ja, hier hat sich jetzt der Sultan von Afrika und Mauretanien dazu gestimmt. Er soll sich erstmal beweisen. Das interessiert uns jetzt eher weniger. 39% haben wir. Er würde Momentas trotzdem bekommen, oder wie? Weil wir keinen Anspruch haben, oder? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Wir werden jetzt erstmal schön belagern. Wir plündern ja normalerweise dann auch ein bisschen was in der Provinz, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ist ja auch mal wieder Geld. Auch wenn wir ganz leicht in den Minus gehen. Das wird sich später schon auszahlen. Und hier die erste große Schlacht. Schade, dass man von den Verbindungen nicht schauen kann. So, Beziehungen zum konömischen Patriarchen haben sich verbessert. Okay, interessant. Und unser Sohn muss jetzt ausgebildet werden. Werden wir ausbilden lassen von... wen denn? Ich schau mal. Von Alexios, warum nicht? Unseren Freund. So, das Ziel unseres Kreuzzuges, Velaya von Verona, hat endlich dem Zorn Gottes nachgegeben und ist in unseren starken Händen gefallen. Der Sieg ist unser... Was? Wir sind schon vorbei? Okay. 100% Frieden machen. Katholischer Kreuzzug zur Befreiung von der Lombardei ist vorüber. Papst Callistus der Zweite gewann. Erfolgreicher Kreuzzug. Der Herr hatte Weimar Achlachisingla den Sieg im Kreuzzug um Lombardei gegen Badschah Hakam von Umayyadenreich gewährt. Papst Callistus II. Er hat einen Monat des Feierns für die ganze christliche Welt ausgerufen. Gepriesen sei der Herr. Und Bayern hat jetzt alles bekommen. Okay. Lief anders als erwartet. Und wir haben auch kein Geld bekommen. Okay. Wir bringen mal unsere Einheiten wieder nach Hause. Hat hier viel gebracht, aber immerhin wurde das Land wieder befreit. Wir werden mal weitermachen. Vielleicht passiert da ja noch was. Naja. Das war, glaube ich, nicht die Vorstellung von unserem guten Despoten Paul Humbert. Der hat sich wahrscheinlich da gedacht, boah, wir kriegen da eine Menge Geld. Aber ja, das hat sich dann geändert. Ja, er ist von nun an mein neuer Hofkaplan. Wenn wir ihn mal direkt mal losschicken, wieder die Beziehungen zum Papst da zu verbessern. Ja, ja. Wir werden sie ja gleich wieder aus unserer Armee entlassen, damit sie sich beruhigen können. So, Prinz Eberhard, unser Bruder, ist volljährig geworden. Er wird ein fähiger Taktiker. Er kann uns nicht leiden. Wir können ihn leiden. Er ist hinterlistig, grausam, ehrgeizig, neidisch, zornig, gesellig, willkürlich, hässlich. Oh mein Gott, wir müssen verdammt aufpassen. Der hier ist verdammt gefährlich. Aber wir können ihn gut leiden. Ist unser Bruder. Wir werden ihm erstmal eine passende Ehefrau suchen. Vielleicht sogar jemand mit Titel. Vielleicht können wir ihn damit besänftigen. Irgendwie. Hier sind auf jeden Fall ein paar Gräfinnen dabei. Einmal Theodorada, Gräfin von Catanzaro. Und dann Eleanor, Gräfin von Devon, die schon 39 ist, ein bisschen zu alt. Ida, Gräfin von Niederbayern und Gräfin von Jülich. Gräfin von Jülich, gehen wir mal da schauen. Das ist hier, okay. Und sie, wo ist sie? Nein, so nicht. Also, gehen wir mal wieder hier hin. Ja, wenn man sich einmal verklickt, ist doof. So, klicken wieder hier hin.
So, da unten. Nee, das ist ja dann weniger interessant. Dann haben wir noch hier. Schauen wir mal dort. Wobei, hier oben. Von Niederbayern, also das hier. Ah, ich denke dann eher hier Jülich. Genau. Wenn die heiraten, denke ich, ist in Ordnung. Vielleicht können wir ihn so ein bisschen besänftigen. Unseren lieben Bruder, den wir ja eigentlich gut mögen. Dass er nicht auf dumme Gedanken kommt. Ja. Haben auch noch einen weiteren Bruder, der noch nicht volljährig ist. Interessant. Lustig ist auch, dass hier diese Gebiete auf jeden Fall den Umayyaden weiterhin gehören. Ah, die Umayyaden, die haben ordentlich verloren. Also ich habe mir irgendwie mehr erhofft durch diesen Kreuzzug. Also der ging relativ schnell vorbei und hatte nicht den Effekt, den sich der gute Paul Humbert II. Vorgestellt hat. Gut, sein Vater, nein, nicht sein Vater, sondern sein Großvater Paul Humbert, der war ja intelligent. Der hätte es vielleicht schon vorher gewusst. Oh, der Preis der Dekadenz. Die herrschende Dynastie von Armenien wurde von den eifrigen und hart arbeitenden Stammesangehörigen der Dynastie Vevan gestürzt. Ehemalige Vasallen könnten die Chance nutzen, um ihre Unabhängigkeit zu erklären. Okay. Ja, aufgeblasene Narren. Können wir mal dorthin schauen gehen. Okay. Ja, gut, das ist jetzt nicht so. Jetzt nicht so der Knüller. Ein Kind von Mahdi Sikardinger. Ja, unser Cousin. Wir werden uns da nicht einmischen. Haben wir wenig Interesse dran. So, die gefährliche. Oh, 100. So. Wir werden erstmal unsere Spezialtruppe abspalten. So. Und dann diese erstmal auflösen. Oh, zu lange hat die Krone unserer historischen Rechte und Freiheit eingeschränkt. Die Zeit ist gekommen, die Kronautorität zu reduzieren. Unterwerft euch diese Forderung in Frieden oder tragt die Konsequenzen. Ah, Mann, 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 Mann. Habe ich gerade die Armee aufgelöst? Oh Mann. Wir sind zu stolz, um da irgendwie was nachzugeben. Wir werden erstmal wieder alles ausheben. Wandern wieder hier bis nach unten hin. Ah, aufpassen, hier in Leiningen. Sagen wir denen mal, die sollen hier so rumgehen. Genau. So, ich lasse mich nicht erpressen. So, meine Katte. Ach ja. Meine Gattin Katharina hat sich beschwert, dass ich so oft nicht zu Hause bin. Als ich herausfand, dass ich etwas Gold übrig hatte, beschloss ich, ihr etwas Schönes zu kaufen. Vielleicht ein Schmuckstück. Okay. Wie gut können wir sie leiden? Eigentlich können wir sie ja auch nicht so leiden, aber minus 1 geht ja. Wobei, ich werde eher das Gold behalten. Ja. Ja, da sind jetzt einige nicht mehr in unserem Rad drinnen, ist klar. So, ich rufe mal Burgund mit rein. So, sehr schön, die kommen. So, kurz mal Pause. Weil hier wieder zu viel kommen tut. So, werden mal die Zeit ein bisschen runterstellen. Werden diese Armee schon mal zusammenlegen. Und werden versuchen, diese Armee zu stoppen. Na, das kann ganz schön wehtun. Na, die werden alle aufeinandertreffen. Aber vielleicht schaffen wir es rechtzeitig. Erst, ja, super. Genauso sollte das nicht gemacht werden, aber hier scheint es nicht schlecht auszusehen. Oh Gott, unsere Mitte ist weg. Wenn wir das noch schaffen, dann weiß ich auch nicht. Nee, sieht schlecht aus. Verdammt. Ah.
Ja, da müssen wir jetzt erstmal 5 Einheiten. Achso, ich wollte gerade sagen, wir hätten nur noch 5 Einheiten. Das wäre ja richtig traurig. Ja, wir können noch ein paar Befehlshaber da auswählen. Werden wir mal nehmen. Und da kommt die Kriegserklärung von Amiens. Euer niederer Charakter ist Mittelpunkt griechischer Theaterstücke. Dies ist eine formelle Kriegserklärung. Okay. Alles klar. Jetzt kommen sie alle. Ist natürlich logisch. Das machen sie immer. So, wir schauen aber. Wir können höchstwahrscheinlich noch Söldner ausheben. Ritterorden bringt hier nichts. Sind keine Ungläubigen. Wir nehmen uns mal diese Truppen. So, und treffen uns dann in Jülich. So. Und mal einen neuen Sakellarius auswählen. Soll so ein bisschen Steuern eintreiben, warum nicht? So, und dann geht's weiter. Ja, wir müssen schauen. Na, ja, das wird jetzt teuer. Müssen die Einheiten aber zusammenbringen. So. Das sind ziemlich viele. So, unsere Schwiegermutter ist gestorben. Ja, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Krieg. Und unsere Gattin ist schwanger. Okay. So, und jetzt ziehen wir Richtung Württemberg und werden uns die Truppen des Sigihelms vornehmen. Ja, eines unseres Verwandten. So, gucken wir mal. Oh ja, hier haben wir ordentlich erwischt. Da haben wir fähige Männer dabei. Sehr schön. Oh, das sieht verdammt gut aus. So, wir gehen mal Richtung Würz, damit wir hier ein bisschen auch diese Armee mal ein bisschen reinschlagen können. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Haben fast keine Chance. So, sehr schön. So, wir werden mal hinterherlaufen. Die laufen nach Weimar. Versuchen wir sie in Weimar. Oh, das Bündnis. Okay. So, und versuchen diese Einheit jetzt wegzuknüppeln. Sehr schön. Ja, die haben da keine Chance, also da gehen wir ordentlich rein. Sehr schön. So, wir werden jetzt erstmal versuchen, noch diese Armee mitzunehmen. Ein Kind müsste ausgebildet werden, unser zweiter Sohn, okay. Ja, Mahdi soll das machen, warum nicht? Und unsere Truppen werden gleich erstmal, wir laufen noch hier rein, hoffen, dass wir das hinbekommen. So, jemand wurde getötet. Der Graf Robert. Sehr schön, haben wir im Kampf umgebracht. So. So, wir haben ein Kind bekommen. Wir müssen aber zuerst hier mal die Einheiten auflösen. So. Söldner abspalten. Sind das jetzt die Söldner? Ja, das da müssen die Söldner sein. Die werden wir jetzt erstmal wieder freilassen, damit die uns nicht nochmal alles plündern kommen. Und wir haben einen Sohn bekommen, Artemios möchte er ihn gern nennen. Artemios, ich denke, das ist ein guter Name. Kann man so nehmen. Die stellen wir jetzt erstmal dorthin. Burgund belagert ja hier Leiningen schon mal ein bisschen, das ist schon mal ziemlich gut. Gefährliche Fraktion, ja, ja, ja. Sollen sie nur kommen. Wir werden ihnen ordentlich auf die Mütze geben. Wenn wir Württemberg hier befreit haben, gehen wir dann nach Baden. So, sehr schön. Leiningen haben wir besetzt. 98%, sehr schön. Ah, Mann, Mann, Mann. Welche ist das? Ist das von ihm dann? Ja. So, Stuttgart wurde befreit. Sehr schön. Wir werden ihm
den Frieden anbieten, Forderungen erzwingen. So, zack. Sehr schön. Und dann ist, wo ist denn Amir? Da hinten. Von da hat der uns den Krieg erklärt, okay. Interessant. Schicken wir unsere Einheiten dorthin. So, haben wir jemanden im Knast, den wir vielleicht freikaufen lassen können? Ja, das sind alle die, wo wir jetzt festgenommen haben. Bringen aber 70 Gold. Wir nehmen dann Dalrich dann eher. Den wir dann freilassen. So, zack. Damit wir ein wenig Geld bekommen. So. Ich schaue noch, wie es hier aussieht. Ja, da haben wir Geld bekommen. Sehr schön. Damit wir nicht im Minus sind. So. Hypatia. So. Aber das werden wir in der nächsten... Oh, der Graf von Leiningen ist im Kerker gestorben. Okay, Problem hat sich von selbst gelöst. Wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Passiert jetzt wieder viel Zeugs. Und sind gespannt, wie das nächste Jahrhundert weitergehen wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Crusader Kings 2 mit der Dynastie der Sieghardinger und unserem Despoten Paul Humbert den Zweiten mit seinen noch frischen 29 Jahren. Hat er schon einiges miterlebt. Aber wie gesagt, das war's von eurem Kumpas Bambuso.